Hallöchen, Freunde, und willkommen zur zweiten Folge von Heroes of the Storm. Heute spielen wir noch einmal gegen Computergegner, und zwar in der Übungsrunde quasi. Und da wird man dann auch gleich noch ein bisschen was Neues sehen, was ich so jetzt auch von MOBAs noch nicht kannte. Ich weiß nicht, ob das auf allen Maps so ist, aber auf jeden Fall in den Geistterminen kann man sich nicht, nämlich wie es hier schon steht, wage nicht unter Tage, von Zeit zu Zeit öffnen sich die Geisterminen und geben eine Armee aus Untoten frei, sammle Schädel und dann kann man einen Golem entfesseln, der ziemlich mächtig ist, aber vor allem, oder ich glaube nur Strukturen, also Gebäude angreift. Ich glaube, der greift keine normalen Gegner an. Willkommen in den Geisterminen, törichte Helden. Hier herrscht der ewige Tod. Bald werden sich die Geisterminen öffnen und das Grauen im Innern wird erwachen. Erschlagt die Untoten, raubt ihnen ihre verfluchten Schädel. Daraufhin werde ich meine mächtigen Knochengolems vom Tode erwecken. Sie werden die Verteilung eurer Gegner in Schutt und Asche legen. Seid ihr interessiert? Ja, auf jeden Fall sind wir da interessiert. Also wie gesagt, die sind ziemlich mächtig, die Viecher. Und je mehr Schädel man hat, desto mächtiger werden die. Und hier sehen wir das Skillsystem. Ich kann mir jetzt am Anfang halt ein paar Sachen aussuchen. Entweder ich will mehr Adrenalin raus, stellt mehr Lebenspunkte wieder her. Oder Schützenkönig. Was ich jetzt auch wählen werde, weil das stackt sich mit der Zeit für jeden sechsten getöteten Diener. Werden halt meine automatischen Angriffe ein bisschen stärker. Ist ganz cool, muss ich sagen. Und ja, hier sehen wir schon mal ein paar neue Helden. Finde ich auch ganz cool, den Belagerungspanzer. Ich gehe jetzt alleine mal über die Lane. Mal gucken, wie mir das bekommt. Und irgendwann gehen halt diese Minen auf. Da kann ich dann rein, aber das sehen wir dann ja gleich. Ach nee, bin gar nicht alleine. Thrall hilft uns ein bisschen. Ah nee, und der Sarge-Tamer ist auch wieder da. Gut, fangen wir einfach mal an. Au, da wurde ich gestunt. Und jetzt spielt sich's eigentlich wie League of Legends. Nur ein bisschen anders. Gut, die Computergegner, muss man jetzt sagen, die sind nicht wirklich schlau, die sind eher ein bisschen doof. Direkt mal zwei Gegner gekillt. Und weiß gar nicht, ob man das angekündigt bekommt, wenn die komischen Minen aufgehen. Aber hier unten, ihr seht, es deckt sich langsam. Wir sind jetzt schon beim Angriffsschaden plus 2, jetzt plus 3. Und es geht halt immer so weiter. Und es gibt bei, zum Beispiel, also beim Rainer gibt es da keine Begrenzung. Also der wird halt einfach immer stärker. Was ich ganz cool finde. Da steht's. In einer halben Minute geht's los und da gehen wir dann auch direkt rein, weil es ist schon ein extremer Vorteil, wenn man diesen Golem hat. Kann jetzt aber jetzt schon mal sagen, also auch wenn ich früher sehr viel League of Legends gespielt habe, mit diesem ganzen MOBA-Sprech kenne ich mich nicht so aus. Ich muss mich da erstmal wieder reinfuchsen, was die ganzen Befehle dann so im Multiplayer und so heißen. So, und jetzt nächster Skill. Gut, das pausiert jetzt halt, aber wir sind ja auch in einem Übungsmatch. Können wir jetzt entweder fokussierter Angriff, alle 10 Sekunden versucht der nächste automatische Angriff 50% mehr Schaden, oder Vampirangriff. Immer 15% des Schadens wird geheilt. Das finde ich ganz cool, wie ich. Und ja, jetzt gehen wir mal direkt runter in die Minen. Ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen jetzt einfach nur die Mobs hier unten killen. Und dafür kriegen wir dann halt einen Bonus.
Taste dafür ist Y. Und wir müssen halt immer diese Schädel einsammeln. Das darf man nicht vergessen. Weil das ganze Killen bringt nichts, wenn man die Schädel nicht einsammelt. Muss allerdings natürlich aufpassen. Die Gegner können hier, wie ihr seht, auch hier unten rein. Und die dumme Kuh klaut mir meine wunderschönen... Oh mein Gott, jetzt kriege ich auf den Sack. Schnell zu meinem Team, zu meinem Team. Oh mein Gott, und jetzt ist das ganze gegnerische Team hier unten. Ach, da sind jetzt aber noch die restlichen vom Team, von meinem Team. Kerrigan sollten wir eigentlich kriegen. Bam. Und Diablo ist auch weg. Komm schon. So, der ist down. Und jetzt müssen wir noch als letztes den Golem killen. Wo ist er? Da geht's schon los. Warte mal, Tychus, den machen wir aber als erstes mal fertig. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir den rechtzeitig down kriegen. Nicht, dass gleich wieder das ganze gegnerische Team hier unten auftaucht. Und da ist schon der erste. Aber ich kümmere mich jetzt lieber erstmal um den Kollegen. Ach Mist, und jetzt lässt du die ganze Zeit noch Schädel fallen. Die Schädel bestimmen halt die Stärke von dem Golem. Was machen wir hier? Machen wir das. Und je stärker der ist, desto mehr Schaden macht er logischerweise, aber der hält vor allem dann auch mehr aus. So, und jetzt teleportiere ich mich mal hier schnell raus und lasse mich dann noch ein bisschen heilen an unserer Heimbasis. Und hier seht ihr, wir haben 72 Schädel, die haben nur 28. Und wo ist er? Wo fängt er an? Genau, hier kommt er jetzt gleich raus und den begleite ich dann einfach mal. Und da kommt schon der... Ah ne, ah, die haben Creeps sich geholt. Komm raus. Schnell. So. Komm mit, Kollege. Den kann ich leider nicht buffen. Wenn ich das richtig gesehen habe, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Oh, jetzt wird es aber eine richtig krasse Schlacht gleich. Uah. Ich darf einen Überblick nicht verlieren, wo mein Charakter ist. So, den ersten haben wir. Die guten Mobs sind tot. Und jetzt kriegt unser netter Golem aber auch schon auf den Sack. Den müssen wir unbedingt schützen. Weil ihr seht, der zerlegt die ganzen Strukturen innerhalb von wenigen Sekunden. Nochmal pushen. So, und jetzt kann ich mir meine Ulti-Fähigkeit holen. Ich weiß gar nicht, wie man an die hier kommt, also an die zweite. Ob man die erst freischalten muss mit dem Spielen oder ob man sich die kaufen muss. Ich habe keine Ahnung, Leute. So, jetzt packe ich mal meinen Ulti raus. Und da ist der nächste Gegner down. Schade, dass man die Hyperion nicht sieht. Die ist halt da, aber so richtig sehen kann man die, glaube ich, nicht. Und gleich sind wir schon bei der gegnerischen Basis. Also ihr seht, der macht wirklich alles einfach weg. Und das kannte ich halt von bisher noch keinem anderen MOBA, dass es sowas gibt. Aber finde ich eine sehr nette Abwechslung. Also falls ich da irgendwie Quatsch erzähle, also ich kenne mich wie gesagt mit MOBAs nur bei LOL so ein bisschen aus. Bei Heroes of... Nee, wie heißt das? New Earth? Oder und wie der ganze restliche Krempel heißt. Was es da so gibt, kenne ich nicht. Aber da könnt ihr mir vielleicht ein bisschen helfen. Einfach in die Kommentare schreiben. Aber jetzt ist unser Golem auch schon fast tot. Der gegnerische Golem ist schon tot. Der wird auch gar nicht mehr angezeigt hier in der Leiste. Und jetzt ist er auch hinüber.
Also wir sind schon Stufe 12 mit unserem Team. Die sind nur Stufe 8. Also das ist eigentlich schon gelaufen. Es geht also relativ gut. Aber es ist trotzdem ein bisschen verwirrend, dass man halt als Teamkollektiv aufsteigt und nicht alleine. So, was haben wir hier? Verstärkt automatischer Angriff, Riesentöter. Hört sich doch gut an. Doppelläufig, das beeinflusst nur die. Nur den Durchschlagsmunitionsskill, da könnte ich dann halt zweimal schießen, aber das finde ich nicht so gut. Ich mache lieber meinen Schaden generell hoch. Bringt auch mehr, finde ich. Klar, hätte ich jetzt zweimal geschossen, hätte ich die wahrscheinlich getötet, aber machen wir es einfach mit dem Ulti. Mit Ulti kriege ich die nämlich auch. Und da sind wir schon fast durch. Wie wurde denn der jetzt gerade geheilt, der Uther? Alter. Ah. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Schnell weg. Einmal buffen bitte. Und ihr seht hier, Schützenkönig, das ist ja meine passive Fähigkeit, das deckt sich jetzt halt schon auf 24 Bonusschaden hoch. Ist halt schon cool. Was ich nicht weiß, ich habe keine Ahnung, ob man in dem Spiel Gegenstände kaufen kann. Das würde mich mal interessieren, aber das werden wir wahrscheinlich dann in einem richtigen Match mal sehen. Habe ich aber jetzt ein bisschen Angst vor, ey. Bin mal gespannt, wie ich mich da anstellen werde. Ich habe schon lange keine MOBAs so richtig kompetitiv gespielt. So, und ich gehe jetzt direkt runter. In 2 Sekunden spawnen hier die Mobs. Und da geht's schon los. Alles meins. Ich versuche jetzt einfach mal schnell alleine den Golem zu erwecken. Weil die anderen kloppen sich noch oben. Und jetzt habe ich hier relativ einfaches Spiel. Und da kommen schon ein paar Freunde. Und je mehr Schädel wir halt kriegen, wie gesagt, desto stärker wird unser Golem. Ich will das jetzt relativ schnell zu Ende bringen, die Runde. Und ich glaube, das gegnerische Team ist gar nicht hier. Ich glaube, die haben wir jetzt alle komplett alleine gemacht. Die Mobs. Ach. Anub Arak. An den kann ich mich noch gut erinnern, ey. Ich habe halt früher immer Dota als Warcraft 3 Mod gespielt und da mochte ich den ganz gerne. Boah, der wird jetzt so mächtig werden, wenn wir den alleine killen. Ich glaube, die Gegner haben kein einziges Zeug. Kein einziges Mob-Team gekillt. Ich glaube aber, die kriegen trotzdem einen Golem. Ja, genau, stimmt. Sieht man hier. Aber wir haben 99. Oh, doch, die haben einen Mob gekillt. Wow. Was gibt es dann als neues Skill? Scharfrichter, automatische Angriffe, verlangsamten, bewegungsunfähigen oder betäubten Zielen 40% mehr Schaden zu oder Splittermunition. Ich nehme die Splittermunition. Die ist ziemlich krass. Weil je weiter ein Gegner jetzt hinten steht, desto mehr Schaden kriegt er, glaube ich. Also beziehungsweise es splittert halt. Wenn es durch den ersten Gegner durchgeht, splittert es dann halt plötzlich. Kann ich euch gleich mal zeigen. Gerade, boah, das wird lustig mit der Gegnergruppe. So, einmal und zack. Und hier diese komischen orangen Zahlen, die waren halt der Splitterschaden. Oh, ey. Na. Das ist aber nicht nett. Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber wie ihr seht, der Golem ist total scheiße an denen. Unser Golem, wo ist denn der? Ach, der ist schon unten, der macht das jetzt alleine fertig.
schnell aufs Reitpferdchen und runter mit uns. Ich gehe jetzt einfach durch die Tür mit durch. So, Hyperion noch schnell starten. Team buffen. Und da haben wir auch schon gewonnen. Und ich bin kein einziges Mal gestorben. Ich bin sehr stolz auf mich. Ja, gut, das war jetzt halt, wie gesagt, nur eine Übungsrunde gegen NPC-Gegner, aber man sieht schon, wo es hingeht. Und ich steige langsam auf. Neue Stufe, Spielerbelohnung, 1000 Gold. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Geld machen kann. Und zweite Stufe, heroische Fähigkeit 2. Ah, okay, so schalte ich die also frei. Das heißt, ich muss am besten immer mit einer Charakterstufe spielen. Mit einem Charakter spielen. Ja. Jetzt will ich mal kurz in den Shop reingehen und gucken, was man sich da so kaufen kann. Also man kann sich hier anscheinend neue Helden kaufen für 10.000 jeweils. Okay. Ah ne, es gibt auch günstigere. Tyraels zum Beispiel gerade runtergesetzt. Oder der Taurentyp, die... Was? ETC? Keine Ahnung, warum der so heißt. 2000 ist sehr günstig. Hier noch ein paar 2000er und 4000er. Ach, Tassa da. 4000. Ja, und ich denke mal, da werden nach und nach immer mehr Helden dazukommen. Wobei ich bin mal gespannt, was da alles noch so für Helden kommen, weil die Universen sind ja auch eher begrenzt mit ihren wirklich herausragenden Charakteren. Mal gucken, was da noch so alles kommt. Ich schätze mal, so viele Helden wie bei Heroes of New Earth oder League of Legends wird es wahrscheinlich am Ende nicht geben, aber schon einige. Naja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid bei der nächsten Folge auch wieder dabei. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und deswegen sage ich mal, macht's gut, Leute, und bis zur nächsten Folge. Tschüssi!